Beim Angeln geht es mir eigentlich gar nicht ums Fischefangen, sondern darum, die Ruhe zu genießen. Im Beruf ist es dagegen schon entscheidend, dass geliefert wird. Ich bin Brennstoffmanager in einem Kernkraftwerk und damit zuständig für den gesamten Brennstoffkreislauf. Das heißt, von der Beschaffung des Urans, der Fertigung der Brennelemente bis zur Beladung des Reaktorkerns. Und ich organisiere auch die Zwischenlagerung der Brennelemente nach ihrem Einsatz im Reaktor bis zu ihrer Entsorgung im geologischen Tiefenlager. Bei der Beschaffung des Brennstoffs sind für uns Nachhaltigkeit, Sozialverträglichkeit und Transparenz wichtige Kriterien bei der Auswahl der Lieferanten. Das handhaben wir schon seit 10 Jahren so. Diese neuen Brennelemente prüfen wir sorgfältig vor ihrem Einsatz im Reaktor. Sie strahlen nicht und können normal transportiert und gelagert werden. Hier lagern wir die verbrauchten Brennelemente, die radioaktivsten Abfälle des Kernkraftwerks. Ist das nicht faszinierend? Das Wasser reicht aus, um die Strahlung praktisch völlig abzuschirmen. Nach einigen Jahren Abklingzeit unter Wasser kann man die Brennelemente in spezielle Behälter umladen und ins Zwischenlager nach Würnlingen transportieren. Bis die Brennelemente in das geologische Tiefenlager eingelagert werden, vergehen nochmals etwa 50 Jahre. Bis dahin brauchen wir Experten, die sich mit Brennelementen und den Transport- und Zwischenlagerbehältern auskennen. Der Brennstoffkreislauf ist voll von anspruchsvollen und spannenden Tätigkeiten. Mich fasziniert dabei, was für gewaltige Mengen umwelt- und klimafreundlichen Strom man mit Uran erzeugen kann. Das brauchen wir heute mehr denn je.